Meine Damen und Herren, heute beantworten wir die uralte Frage. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Eines der schwersten Dinge für einen Vater ist, wenn es an der Zeit ist, sein kleines Mädchen aufs College zu schicken. Biologie? Hast du Cayman? Dass sich komplexe Lebensformen aus einfachen Lebensformen entwickelten. Hey, wie denkst du darüber, was Professor Cayman gesagt hat? Sie ist eine der süßesten Erstsemester. Ich rufe an wegen ihres Themas für die Oktoberdebatte. Ich mag alle meine Professoren. Besonders mein Biologielehrer, Professor Cayman, der ist der Wahnsinn. Mr. Blair? Der Kerl ist ein Evolutionist und es gibt nichts in der ganzen Kursbeschreibung über die biblische Schöpfung. Nicht mal als plausible Alternative. Alle öffentlichen Schulen und Unis lehren Evolution als die Antwort auf den Ursprung des Lebens. Findest du nicht, Mr. Cayman hat ein paar gute Ansichten? Vielleicht hat er ja recht. Weißt du, was Cayman macht, wenn er zeigen will, dass wir vom Affen abstammen? Leben kommt von Leben, nicht von einem Nichtleben. Evolution gegen Kreationismus, was sagen Sie? Professor Cayman, mein Vater kann nicht debattieren. Da würde ich sofort aussteigen. Ja, ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich hätte diese evolutionären Lügen niemandem beibringen können. Ich bin raus aus dem Spiel. Diese Debatte mit Professor Cayman wird keine Lösung für gar nichts sein. Dieser Kerl steht gegen komplett alles, an das wir glauben. Was soll der Scheiß machen? Was hast du ihr gesagt? Ich bin nicht interessiert. Weißt du überhaupt, wie peinlich diese Debatte für mich sein wird? Ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer Debatte besuchen. Wurde die Bibel nicht von Menschen geschrieben? Ja, das wurde sie. Wieso ist dann die Bibel das Wort Gottes? Sie könnten Ihren Standpunkt vertreten, nicht wahr?